Herzlich willkommen im Denderas Mallorca Journal. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich lebe und arbeite auf Mallorca. Hier befindet sich mein Beratungsinstitut. Ich möchte aber gerne auch Bilder zeigen über Mallorca. Wir besuchen diesmal die westlichste Landspunkt Mallorcas. Der Ort heißt St. Elm. Es ist die Bucht von St. Elm und der kleine Insel Espantaleu. Ein schönes Hotel. Diese Wege führen zum Meer. Davon gibt es ganz viel in die Ort St. Elm. Hier wird frische Hummer vorbereitet. Ein kühles Getränk dazu. Und ein Blick auf dem Meer. Der große Insel Sa Dragonera, übersetzt heißt es Dracheninsel. Dann wieder die kleine Insel Espantaleu. Der Weg führt zu den Dracheninseln. Der große Drache. Dann eine alte Mühle gehört auch zu Mallorca. Und viele schöne Pflanzen. Was mich beeindruckt hat, die kleinen Fischerhäuser, die wunderschönen Gärten. Es ist einfach prachtvoll. Dieser Baum ist sehr interessant. Es hängt nämlich raus von dem Wand. Wunderschöne Garten. Und Innenhöfe. Dieser Weg
führt zum Burg St. Elm. Aber hier sehen wir das Board. Sie können aber das Treppensteigen sparen. Es ist nämlich Privatbesitz. Mit diesem Bild möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.